Das ist die universelle Kfz-Halterung/Klemme von Yayago, geeignet für eine Vielzahl von Handys oder was ihr auch immer da reinklemmen möchtet. Also da passt rein ein iPhone 5, aber auch ein Galaxy S4, eine ganze Reihe von Geräten. Gibt es bei Amazon ab ungefähr 12 Euro zu kaufen. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Über den Kauf, über diesen Link dieses Produktes oder eines anderes Produktes würde ich mich freuen, denn damit unterstützt du diesen YouTube-Kanal. Ja, erstmal zum technischen Aufbau dieser Kfz-Halterung. Unten befindet sich ein Saugnapf, den ihr vielleicht kennt, mit so einem Hebel, mit dem man entsprechendes Vakuum oder Unterdruck erzeugen kann. Hält auf allen glatten Flächen, besonders halt auf Fensterscheiben. Oben gibt es dann so einen Kugelkopf, den man losschrauben kann und dann in alle Richtungen quasi verdrehen kann. Und das Besondere vorne, die Halterung besteht aus einer Klemme. Die Klemme ist auf der Innenseite gummiert und geht relativ weit auseinander, aber geht auch relativ weit zusammen. Also das heißt, was ihr darin einklemmen könnt, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also in der Regel ist es dafür gedacht, für Handys, für Smartphones und dergleichen. Die Klemmbreite der Halterung beträgt 10 cm. Was das genau bedeutet, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja, zunächst einmal ist es extremst wichtig, die Schutzfolie unten von dem Saugnapf abzuziehen, weil dann hält er überhaupt erst richtig. Und ja, von der Technik her, von der Verarbeitung her ist das Ding wirklich gut verarbeitet. Und gerade der Saugnapf, die Halterung unten, sitzt sehr, sehr stramm, auch längere Zeit. Und wenn man das einmal fixiert hat, unten, ich habe jetzt in meinem Beispiel eine weiße glatte Oberfläche eines IKEA-Tisches benutzt und auch da hält halt diese Halterung ganz hervorragend. Im Auto sehe ich da auch überhaupt keine Probleme, da ja das Glas noch besser als Oberfläche für diese Halterung geeignet ist. Ja, ich habe ein iPhone 5, das habe ich darin auch eingeklemmt, das hält auch ganz wunderbar. Sehr spannend ist noch, dass dieses Einklemmen des Smartphones oder was auch immer extremst schnell geht. Man muss da nicht irgendwie gucken, ist es jetzt genau in der Halterung drin, passt es jetzt genau, sitzt es sicher, sondern man braucht es wirklich nur einklemmen und das sitzt eigentlich immer sicher. Wie gesagt, die Seiten der Klemme sind chromiert und dadurch wird das Gerät auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Man kann das Gerät im Landscape, also im Querformat nutzen, als auch im Porträtformat, wie ich es hier gerade eingeklemmt habe. Es geht also beides, gerade für die Navigation. Im Fahrzeug ist es relativ von Vorteil, wenn man die Halterung schnell drehen kann. Das Handy ist soweit ohne Probleme bedienbar. Das heißt, die Halterung wackelt zwar ein wenig, wenn man das Smartphone bedient, aber nicht zu sehr. Also ich kann noch alles treffen, das was ich möchte. Und auch wenn ich mal dran wackle oder rüttle, bleibt das Handy in der Halterung und auch die Halterung als solches, beziehungsweise der Halterungarm in Position. Ja, von hinten können wir nochmal sehen, wie die Klemme halt funktioniert. Wer hätte es gedacht, es ist eine Metallspirale hinten verarbeitet, die das Gerät stramm festhält, aber auch nicht zu stramm. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt Angst, dass die Klemme das iPhone entweder loslässt oder in irgendeiner Weise zerquetschen könnte. Ja, insgesamt muss ich sagen, die Qualität ist gerade für den Preis wirklich sehr, sehr gut. Den Link zu Amazon findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Was haltet ihr von dieser Halterung oder welche Halterung benutzt ihr? Teilt dieses Video auf Facebook oder Twitter und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.